Neuer Glanz in der FC Bayern Erlebniswelt. Philipp Lahm hat den Trippelbereich im vereinseigenen Museum eröffnet. Die Ausstellung von Meisterschale, DFB-Pokal und Champions League-Trophäe soll an die erfolgreichste Saison der rot-weißen Vereinsgeschichte erinnern. Nach dem historischen Erfolg setzt sich der Kapitän auch für die neue Saison ehrgeizige Ziele. Natürlich ist unser Ziel, wieder deutscher Meister zu werden, Pokalsieger zu werden, und Champions League sind wir jetzt der Mitfavorit wieder. Also deswegen, wir wollen so weit wie möglich wieder kommen, am besten verteidigen, aber die Vergangenheit zeigt, wie schwierig sowas ist, vor allem den Champions League Titel zu verteidigen. Neben allerlei Edelmetall können Besucher im neuen Trippelbereich auch Kuriositäten und weitere Erinnerungsstücke an das Champions League Finale wie den Anzug von Trainer Jupp Heynckes bewundern. Dessen Nachfolger Pep Guardiola leitete am späten Nachmittag zum zweiten Mal das Bayern-Training. Vor gut 7000 Zuschauern führte der Star-Trainer erneut viele Einzelgespräche, gestikulierte und korrigierte, wo es nötig war. Die Spieler selbst sind nach den ersten beiden Einheiten von ihrem neuen Coach beeindruckt. Beste Voraussetzungen, dass die Vitrinen in der FC Bayern-Erlebniswelt auch in Zukunft prall gefüllt sein werden.